Es ist Mittwoch, der 27. November 2013. Es ist 17.03 Uhr. Herzlich willkommen zur 109. Ausgabe vom CageCast hier auf cagematch.de. Mit mich. 09! Der war lange vorbereitet, ne? Nee, es war. Ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt, welche Ausgabe es ist, aber Dann hat der hört sich Pavlov gerade so an. zugeschlagen, ja? Ja. Stimmt. Herzlich willkommen, Fanny. Hallo. Leicht angeschlagen. Ein wenig. Gestern war Fußball und. Ich entschuldige mich, falls ich mich ein wenig geschwächt in meiner Stimme anhöre. Ja, naja, das Thema ist ja heute auch nicht so wichtig. Ist ja nur ein WWE Pay-Per-View Review. Ja, Entschuldigung. Soll ich meine Stimme schonen, wenn ich demnächst einen Tag später eine Cagecast-Ausgabe habe? Dann trinke ich den ganzen Abend nur heiße Milch mit Honig oder so oder Kamillentee, Und guckst du was das halt so Spiel. für die Stimmbänder gut ist. Guckst du das Spiel in Ruhe an? Am vergangenen Sonntag vor, na, 60 Stunden ungefähr, ja, fand die 27. Survivor Series statt. Wir haben letzte Woche Samstagmorgen, Gott, einen Blick vorausgeworfen und jetzt ist es an der Zeit zu gucken, ob die WWE delivered hat oder ob es vielleicht sogar der schlechteste WWE Pay-Per-View des Jahres war. Hart zu sagen, aber die Durchschnittsbewertungen bestätigen diese Aussage zumindest. Der ich noch gar nicht angeguckt. Ja, 4, 4,40. 4,40. Das Autsch. ist der schlechteste WWE Pay-Per-View des Jahres derzeit. Es kann sich natürlich noch ändern. Im Nachhinein werden die Wertungen ja meist ein bisschen nach oben korrigiert, weil ein bisschen Gras über die ganze Sache gewachsen ist. Aber wir besprechen das Ganze mal Stück für Stück und ziehen danach ein Fazit. Fangen wir an mit dem Kickoff. Ich habe mir nur das Match angeguckt. Hast du noch mehr gesehen? Ich war noch wach um 20 vor 2 oder was und habe dann gedacht, ach komm, guckst dir mal den Kickoff an. Hatte meinen Laptop aber auch schon runtergefahren, habe mir das dann auf der App angeguckt, damit die auch mal ihre Daseinsberechtigung auf meinem Handy hat. Hab dementsprechend die ersten 10 Minuten da, wo sie geredet haben, gesehen, aber sonst. Aber nach dem Match habe ich auch dann ausgemacht. War ja auch nicht so. Kommen wir zum Match. Kofi Kingston gegen The Miz. Ja. Wichtig zu sagen, am Anfang des Matches gab es erstmal einen Handschlag. Oder ja, doch gab es einen Handschlag. The Miz hat Kofi Kingston, den er ja wenige Tage zuvor bei War betrogen hat im Tag Team Match, Und belogen, betrogen belogen, und ja. benutzt, hat er ihn. hat ihm die Hand angeboten. Kingston hat das auch angenommen, noch anfänglich war Skepsis. Und ja, und da fing das schon so ein bisschen an, dass ich nicht so ganz wusste, wo man steht mit The Miz jetzt auf einmal. Wir haben ja eigentlich am Samstagmorgen haben wir ja eigentlich schon darüber geredet, dass The Miz jetzt wirklich auch hier geturnt ist. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man das wirklich so sagen kann, weil auch in diesem Match, er hat sich jetzt nicht besonders heelisch verhalten, hat nicht total heelisch gewrestelt, ist bei seinem Entrance jetzt nicht unbedingt aufgefallen dadurch, dass er irgendwie Fans beleidigt hat oder sonst was. Bei War ist er in so einem komischen, dämlichen, zu langen Segment aufgetreten, wo er sich auch jetzt nicht direkt als Heel verhalten hat, sondern teilweise auch eher als Face. Ich weiß nicht ganz genau, was das soll jetzt. Ich finde Und es einfach subtiles Heelwork, nichts weiteres. Also, es ist, man weiß nicht, wo er steht, ja. Aber es muss ja auch nicht direkt mit der Keule rübergehauen werden. Hier, Heel. das ist sicherlich richtig, ja klar. Er hat sich ja auch noch nicht geäußert dazu, warum er Kofi Kingston damals hintergangen hat. Und ja, aber ich finde es halt komisch, weil man es von der WWE ja eben auch anders gewohnt ist. Da gibt es eben normalerweise diese Keule. Und dann kommt The Miz dann halt auch eigentlich bei der Survivor Series dann raus, beleidigt die Fans, keine Ahnung, und gewinnt durch einen Tritt in eine Weichteile oder irgendwie sowas. Und ohne Handschläge oder so. Das, eben weil man es anders gewohnt ist, finde ich es komisch. Und ich weiß noch, also ich warte das natürlich noch mal kurz ab, aber im Moment sieht das so ein bisschen planlos aus, dass man noch gar nicht so weiß, was man machen soll. Das Okay. Match an sich? Oder wolltest du da Ist jetzt es noch drauf wirklich antworten? wichtig, ob wir wissen, ob Miss Hill oder Face Nee, ist? nee. Mal Das macht ganz ja ehrlich, deshalb. abgesehen davon, ob das nun subtil ist, ob man es vergessen hat, was auch im Rahmen des Möglichen ist, ob Miss gesagt hat, nee, ich bin mal subtiler Hill, ob Triple H gesagt hat, wir machen unsere Heel-Turns jetzt subtiler, was natürlich dann gegen das offensichtliche Verraten im Tag-Team-Match letzten Montag spricht. Es ist nicht wichtig. Es ist Nee. Miss. Es ist Kofi Ja, es ist. Kingston. Besonders ist es Miss. Ja, ist vollkommen richtig. Deswegen lass uns mal zum Match kommen. Das Match war nämlich auch eigentlich
Ja, auch ein bisschen anders als das, was man sonst so gesehen hat. Du hast mir wenige Stunden danach geschrieben und hast mir gesagt, das war ein Indie-Match im Prinzip. Es fing ja an mit 1000 Einrollern am Start. Die haben ja gar nicht, haben ja noch keinen einzigen Move gezeigt und sondern direkt sich versucht, gegenseitig einzurollen mit gemischtem Erfolg. Denn natürlich sind am Anfang nochmal alle rausgekickt. Dann wollte The Miz direkt seinen Figure-Four-Leg-Lock ansetzen. Daraus hat sich Kofi Kingston allerdings befreien können, wollte seinerseits dann mit dem Trouble in Paradise punkten und The Miz hat sich befreien können. Und dann fing das Match erst eigentlich so ein bisschen an, ein bisschen traditioneller zu werden. Ja, man hat richtig indie-mäßig Einroller, Hold versus Hold, Finishing Move, Austausch, wo sie es ausgewichen haben und dann Standoff und alle applaudieren. Und denkst dir so, was? Aber es war cool. Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, zum einen, aber es war schon ganz nett. Hat es erträglicher gemacht, dieses Match auf Ja, jeden Fall. es ging 8,5 Minuten. Es hat schon Spaß gemacht. Also Ja. wie die Vergangenheit bewiesen haben die beiden eine gute Chemie miteinander. Und Das Ding ging schon klar. ja, das Quasi. Ding ging definitiv klar. Am Ende sollte es das Skull-Crushing-Finale geben. Kofi kontert aus, Miz kickt aus, kontert selber in einen Einroller und das war's. Miz hat, wie wir beide getippt haben, dieses Match gewonnen. Hat danach nochmal den Handshake angeboten, was natürlich dann für mich schon wieder etwas heelischeres ist, weil Kofi sagt, was soll ich mit dem Quatsch? Warum soll ich dir jetzt die Hand geben, nachdem du mich hier mit meinem Einroller besiegt hast? Das verstehe ich vollkommen. Kofi ist angepisst und Miz, auch wenn man nicht weiß, ob er das so mit Absicht gemacht hat oder ob er hier der faire Sportsmann sein sollte. Es hat einen negativen Unterton, wenn er sich einen auf freundlich jetzt stellt, nachdem er ihn mit Absicht letzten Montag verraten hat. Das ist für mich einfach nur heelisches Dasein. Auch wenn er nicht jetzt die Fans beleidigt hat, wenn er ihn nicht in die Eier getreten hat und wenn er danach schockiert getan hat. Das ist für mich trotzdem noch unterstreichen diese ganzen subtilen Aktionen, finde ich persönlich. Kann Natürlich man kann es auch sein, dass sie alles vergessen haben und jetzt ist er wieder Face. Whatever. sicherlich so sehen, wie du es sagst. Meine erste Reaktion war halt nur wirklich, als ich dieses Match gesehen habe, dass ich echt verwirrt war. Dann habe ich mich gefragt, ja, was soll das denn jetzt? Ist Miss jetzt immer noch Heel oder ist er überhaupt Heel? Oder ist Kofi Kingston, der jetzt auf einmal Miss ins Gesicht schlägt, Heel? Oder weiß der Geier was? Also, wie gesagt, am Ende ist es nun mal nicht großartig relevant, weil die beiden jetzt nicht mehr großartig in der nächsten Zeit den WWE-Titel gewinnen werden oder sonst was. Kofi Was? wahrscheinlich mal einen Tag-Team-Titel oder Kofi ein Kingston ist bald Unified World Champion. Ach du Scheiße. Ja, aber keine Ahnung, warten wir die nächsten Wochen ab. Aber ich finde es halt echt seltsam, weil auch weil man das halt nicht gewohnt ist, diese Das Art ist und Weise. richtig. Ja, danach ging es los mit der Survivor Series und sie begann wie eine Raw-Ausgabe. Triple H und Stephanie kamen heraus. Triple H hat gesagt: Ich verspreche, dass es nicht nur im Main Event keine Eingriffe geben wird, sondern bei allen Matches. Hey, und das Hat ist fast sein lustig. Versprechen gehalten. Ja. Ja, passt schon. Ja, und Es war halt, es war dann ging nichts. es los mit dem ersten großen Survivor Series Elimination Match und mit meinem persönlichen Match of the Night, wie wahrscheinlich auch bei den meisten. Absolut. Denn es gab das 10-Man-Tag-Team-Elimination-Match zwischen den Real Americans und Shield auf der einen Seite und den Tag-Team-Champions Cody Rhodes und Goldust sowie den Usos und dem zurückkehrenden Rey Mysterio auf der anderen Seite. Und ja, die Nacht von Roman Reigns, kann man sagen. Ja, definitiv. Und auch mein Match of the Night war ein sehr, sehr starkes Match, was einen, ja, doch so ein bisschen überraschenden Verlauf genommen hat. Denn ich hatte zumindest nicht damit gerechnet, dass am Anfang die Faces so sehr überlegen sein werden, dass sie die, ja, die Heels mal locker auf 5 zu 2 runterschrauben. Deine Theorie zu Ambrose gegen Rey Mysterio unter den United States Title wurde auch relativ schnell ad Ich hab acta da gelegt. gelegt. Weil Cody Rhodes es war, der den Ambush eliminiert hat. Allerdings gab es am Freitag, bei SmackDown davor, das hatte ich am Wochenende ja noch nicht gesehen, in unserer Preview, da hat Rey Mysterio auch schon den Ambush gepinnt. Also könnte man das immer noch machen. Ja, Wird man wahrscheinlich aber ist nicht. ja eher auch nur so eine Nebentheorie gewesen, damit man Genau. vielleicht irgendwie was aufbauen konnte. Letztendlich wurde dann als erstes Dean Ambrose noch knapp 2 Minuten von Cody Rhodes gepinnt. Sehr überraschend. Erstmal so früh. Dann, dass Dean Ambrose der erste ist, der sich überhaupt verabschiedet. Macht aber durchaus Sinn, wenn man die ganzen Differenzen vielleicht irgendwann von innerhalb des Shields mal aufspielen will, indem man Roman Reigns zum Beispiel sagt, obwohl du United States Champion bist. Ist er United? Ja, ist er. United States Champion bist.
lässt du dich trotzdem hier innerhalb von 2 Minuten zum Beispiel hier im großen Tag Team Matches abfertigen. Das macht durchaus Sinn. Ja, sicherlich richtig. Aber dann darf man das aber auch jetzt auch nicht erst in 2, 3 Wochen aufgreifen. Das greift man erst in 2, 3 Monaten auf. So Ja, Kleinigkeiten. gut, aber dann fange ich in 2, 3 Monaten an und sag, du wurdest vor 3 Monaten, wurdest du innerhalb von 2 Minuten in einem nicht unbedingt großartig relevanten Match als erstes eliminiert. Nein, Das ist nein, nein, natürlich so das du musst Mega-Argument. das anders ausdrücken. Roman Reigns sagt dann, dass ich in einem großen Match bewiesen habe, wer der stärkste Mann Ja. im Shield ist, während du ziemlich früh ausgeschieden bist. Ja. So Kleinigkeiten. Das ist das, wie ich dir schon, als ich dir das GIF gezeigt habe von Roman Reigns, wie er den abfälligen Blick gezeigt hat, während sich das ganze Regime da umarmt. Kleinigkeiten. Früher oder später wird sich, also hier habe ich das Vertrauen eigentlich drin, dass man hier was Großes draus strickt. Ustreamer 833551 schreibt gerade im Chat, dass sie bloß nicht den Shield splitten sollen, weil das im Moment einer oder der Grund ist, warum man überhaupt WWE schauen sollte. Ja, Es läuft aber doch so ein bisschen darauf hinaus. man soll es doch nicht heute, morgen oder innerhalb der nächsten Woche machen, aber es kommt früher oder später, weil das Shield auch irgendwann fertig ist. Man hat alles dann gemacht, man hat. Interessanterweise haben wir vor gut einem Jahr, als The Shield ja angefangen ist, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, haben wir den beiden ja, oder den dreien vielmehr, haben wir denen ja beide nicht eine großartig lange Lebensdauer zugetraut, ne? Nö, Und da weil denn die. gesagt, ach, es hat sich bald eben wieder erledigt. Ja, weil die Vergangenheit halt bewiesen hat, Absolut, dass solche klar. Stables nicht lange halten. Aber man hat Da hat uns gesehen, die was man an WWE den Lügen dreien hat. bestraft. Die Ja. drei sind auch eine Bereicherung für jede Show. Und sie haben Absolut. fast bei jeder Show ausnahmslos das beste Match. Ja, Jey Uso hat dann irgendwann Jack Swagger eliminiert, nach dem 619 und dem Splash. Vorher gab es, glaube ich, noch einen coolen Boxsprung von den Real Americans. Da stand Swagger vor Cesaro und ein Uso lag am Boden. Und Cesaro hat Swagger dann als Bock benutzt, ist über den weggesprungen und dann auf den Uso Double Footstomp gesprungen. Ja, stimmt. Fand ich Na, recht cool, nachdem Move. Swagger eliminiert wurde, kommt Cesaro rein und räumt erstmal Jey Uso mit einem Dropkick weg. Etwas, was er auch nicht regelmäßig zeigt. Ja, Jack Swagger auch übrigens nach drei, hat gleich 3 Finisher abgekriegt auch. Zu dieser Zeit. Einmal von Ray, den 619, von Goldust nichts, glaube ich. Nein, von Jimmy Uso hat er dann den Von Jimmy Superkick ab. Uso den Kick und von Jey Uso den Splash, genau. Genau. Danach hat er 2 Giant Swings gezeigt. Ja. Und das erste Mal, denn auch nach knapp 40 Mal Giant Swing rumgeswinge, bringt es nicht mehr viel Cesaros kaputt. Er wird von Cody Rhodes eingerollt. Das Ja, ist ein schon ein bisschen Indie-Spot. scheiße eigentlich, Das ist ein ne? Indie-Spot. Du zeigst 100-fache Giant Swings und wirst dann eingerollt, weil du zu kaputt bist. Ja. Wobei es auch echt beeindruckend auch hier an dieser Stelle war. Und man hat auch wieder gemerkt, nach dem ersten Giant Swing, da hat die Crowd schon gedacht, cool, geiler Typ. Und dann hat er sich den zweiten genommen und hat den ja gefühlt noch länger gedreht als den ersten Uso. Und dann ist die Crowd dann auch nochmal, ja, abgegangen darauf, vollkommen zu Recht. Ich Also. dachte auch eigentlich, dass das Antonio Cesaro jetzt alle einmal rumswingen darf. Dann wär ich aber auch ausgemarkt Das hier. Das gab es wäre leider nicht. Als geil drittes gewesen. sollte dann Cody Rhodes geschwungen werden, wurde dann allerdings eliminiert. Dann steht es auch schon. Ja, dann stand es auch schon 5 zu 2. Das Was ist richtig. im Nachhinein, finde ich, gut Sinn macht, weil wie kannst du ein Team bzw. eine bestimmte Person richtig pushen? Ja, in Unterzahl. Einfach mal komplett aufräumen. Und das hat Roman Reigns dann auch gemacht, denn nachdem er von Jimmy Uso eigentlich den Splash abbekommen sollte, hat er die Knie hochgezogen und ihn in eine Niederlage reingespeert und Jimmy Uso war weg. Gleiches musste dann auch Cody Rhodes über sich ergehen lassen, nachdem es erst eine kleine Sequenz zwischen ihm und Seth Rollins gab, wo sie sich gegenseitig die Finishing Moves ausgekontert haben. Man dachte, es sollte den Crossroads geben, aber nachdem Seth Rollins ihn schon 18 Mal einstecken musste, hat er gelernt, wie man ihn auskontert. Nee, er hat Und ihn auch eingesteckt an einer Stelle. Der war aber diesmal nicht so beeindruckend wie noch beim letzten Pay-Per-View. Aber er. ich war ja auch noch nicht fertig. Achso, Entschuldigung. Es gab, wie du dann schon sagtest, auch den Crossroads. Ja. Und dann kam Roman Reigns rein, hat ihn kaputt gespeert. Und Cody Rhodes ist raus. Es war auch generell an dieser Stelle, fand ich sehr beeindruckend,
wie Rollins und Reigns generell dargestellt wurden. Die haben so gut zusammengearbeitet, haben dann in einer Zeit, haben sie immer wieder gewechselt, ganz über viele, die haben 20 Sekunden und dann wieder getaggt und dann generell gut zusammengearbeitet. Klar, das sieht man bei The Shield jetzt nicht zum ersten Mal, aber es ist eben auch schön, dass man das dann in so einem Match, wenn die eben zu zweit als alleinige Heel-Darsteller übrig geblieben sind, dass sie das dann noch so konsequent immer noch weitermachen dürfen. Fand ich sehr schön. Sind ja auch Tag Team Champions gewesen. Also Klar, absolut. Ist muss ja man ja auch dazu logisch sagen. und aber sinnvoll auch. Jey Uso und Reigns machen draußen ein bisschen was klar. Allerdings kann sich Reigns dann austaggen. Rollins kommt rein und verpasst Jey Uso den Curb Stomp, den man danach auch noch in Slow-Mo gesehen hat. Ist immer wieder Den schön. Blackout. Besonders wenn man den zeigt, während er hochgeht, und wenn er dann wieder nach unten geht, dann macht man das wieder in normale Geschwindigkeit. Damit man auch ja nicht sieht, dass es das fake ist. Aber es ist eine smarte Kameraeinstellung. Danach können sich die Faces zurückkämpfen und Rey Mysterio kann Seth Rollins eliminieren, sodass nur noch Goldust und Rey Mysterio übrig sind. Ich weiß nicht, wo in diesen Matches mehr genau war, aber Goldust hat irgendwann eine Sunset Flip Powerbomb gezeigt. What? Stimmt, ja. War aber schon, glaube ich, eher. Aber ja, auf jeden Ja, Fall. und Roman Reigns macht dann relativ kurzen Prozess, kann dann zuerst Goldust wegspearen. Dann sollte es von Rey Mysterio einen Splash und einen 619 geben. Allerdings, als Rey Mysterio dann zum 619 eingelaufen ist, gab es, glaube ich, die beste Kameraeinstellung ever. Denn du hast einfach nur gesehen, wie Rey Mysterio in die Seile whippt und von der anderen Seite kommt plötzlich mit dem Körper ein Roman Reigns angeflogen und Hier, ey. speert ihn einfach nur in zwei Teile. Ab in die Hölle, Ab ey. in die Das ist echt Hölle. krass. Roman Reigns eliminiert Rey Mysterio, holt damit den Sieg für das Heel-Team, ist der einzige Survivor und hat vier Leute eliminiert. Neuer Rekord eingestellt, an dieser Stelle. In Ist einem Survivor Series Tag Team Match. sehr krass. Sehr gut. Roman Reigns auch gefeiert von den Fans. Und auch Und von allen drei Kommentatoren, die die Leistung anerkannt haben. Auch ein Zeichen darauf, wo man damit hin will, weil sonst gibt es ja immer wieder Leute an den Kommentatoren, die sich dann nicht direkt auf die Seite des Heels schlagen oder sowas. Aber hier haben alle drei anerkennend über Roman Reigns geredet. gut, das war ja auch die Hauptaufgabe in diesem Match. Dieses Match sollte keine Storylines, also hat im Endeffekt keine Storylines aufgebaut, sondern Roman Reigns. Klar, aber Das hat es kann sehr man gut sehr gut gemacht. mit so einem Match machen, genau, eben. Es war ein Roman sehr, sehr, Reigns war ein sehr, durfte sehr. da, Du, ja. bitte. Ladies first. Arsch. Und Reigns durfte dann ja auch bei War dann noch einmal punkten. Es ist eine sehr interessante Entwicklung, die auch die öffentliche Wahrnehmung von Roman Reigns gemacht hat. Damals, als The Shield angefangen sind Seth Rollins und Dean Ambrose natürlich mit gewissen Indie-Vorschusslorbeeren in die WWE eingezogen, während Roman Reigns, naja, mehr oder weniger der unbekanntere dritte Mann oder das dritte Rad am Wagen war. Und jetzt ist doch Roman Reigns derjenige, der teilweise am meisten Aufmerksamkeit bekommt und am meisten gefeiert wird von den Leuten. Auch im Internet gibt es ja sehr positive Stimmen über Roman Reigns. Und Er wird schon natürlich bemerkenswert. auch sehr, sehr smart eingesetzt. Ne? Ja. Natürlich ist er auch ein mehr als passabler Wrestler. Ich möchte ihn jetzt nicht auf die Sphären eines Seth Rollins stellen. Dean Ambrose ist ja sowieso nicht der Gott im Ring gewesen, aber der hat das halt durch intelligentes und smartes Working und Selling alles kaschieren können. Aber Roman Reigns wird ja auch gerade so eingesetzt, dass er die Powerspots zeigt und halt alle nur wegspeart. Es ist ja auch nicht so schwer, einen Roman Reigns gut darstellen zu lassen, ne? Nee. Also, der ist halt ein kräftiger Typ und kann diese Moves sehr überzeugend rüberbringen. Das ist das, worauf die WWE teilweise steht. Und dann ist es halt auch nicht ganz so schwer. Und hier hat man es eben Man sehr könnte auch überzeugend. durchaus meinen, dass es generell nicht so schwer ist, Wrestler gut darstellen zu lassen, aber wow, sitz bleiben, nicht durch die Gegend wirbeln. Hab ich nicht. Man hat dich Entschuldigung. wieder so gehört. Das ist meine Stimme diesmal. Man möchte meinen, es ist nicht so schwer, Wrestler gut darstellen zu lassen, aber es gibt Leute, die möchten einen widersprechen. Ja, wir haben ein Backstage-Segment gehabt. Die ganzen Backstage-Segmente. Wir hatten. Halt, stopp. Erstmal, ich muss dich noch loben. Du hast ja an dieser Stelle auf die Heels getippt mit Survivor Roman Reigns. Ich war ja mehr bei Cody Rhodes und den Faces. Krasser Tipp.
Ich berufe mich darauf, dass es wohl noch sehr früh war am Samstagmorgen bei meinen Tipps. Und ich komplett ignoriert habe, dass man Roman Reigns ja diverse Male einen Push angedichtet hat im Internet und ich irgendwie darauf nicht reagiert habe und keine Ahnung. 1:0 für dich an dieser Stelle. 1:0 in der Gesamtwertung für mich vor diesem Pay-Per-View noch. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt hat. So, jetzt darfst du weitermachen. Backstage-Segment. Die Autorität, die Authority. Dieses Stable hat keinen Namen, es sind die Chefs. Und Kane, der aussieht wie Johnny Ace. Und Randy Orton kommt dazu und es wurde letztendlich nochmal gezeigt, dass Randy Orton Zweifel hat und er sich beweisen müsse, dass er das Gesicht der WWE ist. Und weißt du, sowas finde ich bei Raw ja echt cool. Aber wenn die gleiche Storyline 1:1 einfach hier nur beim Pay-Per-View gezeigt wird, ich weiß es nicht. Naja gut, es war ja quasi als Vorbereitung darauf, auf die weiteren Segmente, die sich ja ein bisschen durch den Arm gezogen haben mit Randy Orton. Ja, und damit auch mit einem anderen Teilnehmer. Ja, gut. Ja. Intercontinental Title Match. Biggie Langston gegen Curtis Axel. War das gleiche Match wie bei Raw. Ist das nächste Match? Es war das gleiche Match wie bei Raw, oder? Ja, bei Ward Curtis Axel den Perfect Plex nichts gezeigt. Woraus Biggie Langston ja hier dann letzten Endes ausgekontert ist. Yay, das macht das 3 Sterne mehr. Nein, 6,5. Quatsch. Nein, es war ein War-Match vom Stil her. Im Prinzip schon. Es ging 6 Minuten, das war nicht sonderlich lang. Biggie Langston verteidigt nach dem Big Ending. Also, es gab nichts. Also, ich wüsste nicht, was. Hier kann man auch gar nichts zu sagen irgendwie. Nee, es war halt, ne, so ein Standard-Wrestling-Match, einfach ohne großartige Highlights. Das Highlight war dann vielleicht wirklich der Perfect Plex, woraus Langston rauskommt und eben das Big Ending und dann hatte sich das Match gegessen, das ist schon richtig. Ja, ist aber auch in Ordnung, weil Biggie Langston ist halt derjenige, den man dann etwas größer darstellen sollte. Ja, danach gab es dann noch ein Interview. Warum auch immer. Von der sehr sympathischen Renee Young mit Biggie Langston. Ja, Biggie Langston hat dann den Mick Foley gezogen. Alter, ey. Wir sind hier in Boston. Und das gleiche nochmal. Und hat dann erwähnt, dass er den Titel gewonnen habe und das fühle sich so an, als wenn die Red Sox ihre World Series gewonnen hätten. Wie cheap, ey. Haben auch die Kommentatoren gesagt, ja, genau. Cheap Pop. Ja. Die haben auch gesagt, hier, Mick Foley war ja auch im Mall of ach, in dem Panel, in dem Expertenpanel da im Kickoff. Und haben sie auch gesagt, dass Biggie Langston sich da wohl eine Scheibe abgeschnitten hat oder sowas. Oh Mann. Ich weiß es auch nicht so ganz. Das war ja schon doch mit einem Augenzwinkern hier wenigstens. Ja, natürlich. Auch. Gut, dass er es nicht ernst gemeint hat. Das wäre schlimm gewesen. Aber gut, wir haben beide auf Biggie Langston getippt. 4-2. Was? 4-2 steht jetzt. 2-1. Wieso 2-1? Ah, nee. Roman Reigns 3-1. 4-2, weil wir nur den Kickoff haben. Ach ja, 4-2. Ach, Entschuldigung. Ist zu spät jetzt für mich. Ein einziger Job. Gut, kann ich das jetzt irgendwie noch ziehen? Oder mache ich es schnell machen? Was willst du denn ziehen? Backstage-Segment. AJ war bei Team Non-Total Divas. Und alle haben das Misstrauen gegenüber AJ ausgedrückt. Bis sie dann eine Braveheart-artige Motivationsansprache gehalten hat und gesagt hat, dass keiner von euch gut genug ist für Total Divas und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, in Boston. hat sie nicht gesagt, aber wäre ein guter Running Gag gewesen, zu zeigen, dass sie es eigentlich auch verdient gehabt hätten, im Spotlight zu stehen. Und anscheinend waren die Damen damit einverstanden. Ja, und dann ja, AJ ist weggegangen und ja, du hast aber gesehen, wie die anderen alle genickt haben und du hast gesehen, sie hat eigentlich irgendwo recht. Ja, ja. Hat sie ja auch irgendwo. Immerhin hat man hier nicht den Fehler gemacht und so getan, als wären AJ und Caitlyn jetzt wieder beste Freundin oder sowas. Was man ja auch gerne mal macht, dass man einfach Storylines, die vor 3 Monaten waren, einfach mal komplett vergisst oder so. Das hat man ja hier. Auf Sieg und Wege längsten. Zum Beispiel. Das hat man ja hier an wenigstens nochmal aufgegriffen und dann auch deutlich gemacht, warum die dann doch am Ende zusammengearbeitet haben. Immerhin, das war das Beste an diesem Segment. Die Rede von AJ an sich war jetzt auch nicht so schlecht, konnte man machen. Was ich glaube ich am Samstag vergessen habe zu erwähnen, wo du gerade über Storylines gesprochen hast in der Vergangenheit, die man vergessen hat oder nicht wieder aufgreift. Bei Raw gab es ja die Rückkehr von Rey Mysterio und wer lag ihm als erstes in den Armen? CM Punk. Ach komm, war doch nicht schlimm damals.
Ich finde es aber auch immer schwierig. Also, Natürlich, das jeder ist müsste jetzt jeden ja ein hassen. paar Jahre her, genau. Und dann kannst du niemals mehr zusammenarbeiten. Ja, aber man wenigstens so ein Zögern, dass man weiß, okay, er hat dann meinem Sohn irgendwie Angst gemacht und so ein Scheiß mit einem Ring und okay. CM Punk und Daniel Bryan haben sich auch vor einem Jahr um AJ gekloppt. Ja, aber jetzt kann man sagen, okay, das ist eine Frau gewesen, wir sind jetzt beide gegen sie, Schwamm drüber. Bros before hoes, yay. Quasi. Deswegen würde ich Biggie Langston und Dolph Ziggler auch verstehen, wenn es so ein beschissenes WWE.com-Segment geben würde, wo man sagt, ist okay. Wir haben Frauen. Und dann sagt Biggie Langston, Frauen, richtig. Brofist, fertig. 10 Sekunden, aber etwas. Ich brauche etwas, Ja, was ich. bei so kurzen Sachen, also wie bei oder kurz zurückliegenden Sachen wie bei Ziggler und Langston, da kann man sich drüber ärgern, finde ich. So bei Rey Mysterio und Punk, dafür ist es jetzt echt dann auch ein bisschen schon zu lange her. Also dann kann John Ja, Cena ich. mit niemandem mehr zusammenarbeiten. Und was weiß ich, und die Ja, John und Cena hat ja auch offensichtlich keine Freunde. Also, das ist Big ja auch. Show. Was, Big Big Show Show? sowieso nicht, weil der hin und her turnt und wahrscheinlich schon mal gegen jeden gefehdet hat und Mark Henry auch nicht und so. Also, das ist schwierig, auch Ist wenn ja ich auch den Grundansatz meist so, dass die Leute keine Unterstützung von irgendwem bekommen. Die letzten Freunde von Mark Henry waren die Usos, aber auch nur, wenn Mark Henry nicht viel mit den Usos zu tun gehabt hat bisher. So, Ja. lass uns. Irgendwann kommt's. Survivor Wir müssen Series mal 14, reden. Men, Tag Team, Elimination Match. Eva Marie, Jojo, Natalya, Brie Bella, Nikki Bella, Cameron und Naomi gegen AJ Lee, Oksana, Alicia Fox, Caitlyn, Rosa Mendes, Summer Rae und Tamina Snuka. Move, Eliminierung, raus. Move, Eliminierung, raus. Split Leg Moonsault von Naomi und Alicia Fox ist raus. Oh. Turnbuckle-Wurf von Rosa Mendes gegen Cameron und Cameron ist raus. Es gibt ein Dance-Off zwischen Rosa Mendes und Nikki Bella. Nikki Bella zeigt einen Kick, Rosa Mendes ist raus. Summer Rae kommt rein, alle tanzen wieder. Nikki Bella zeigt den Worm, Dropkick, Summer Rae ist raus. So scheiße Caitlyn gewesen. kommt rein, zeigt Roderick Strong Style Fireman's Carry into Gutbuster und eliminiert Eva Marie und danach mit dem gleichen Move Naomi. Brie Bella Missile Dropkick gegen Caitlyn raus. Was gibt's dann? Ach ja, ein Spinebuster und gar nicht mal so schlecht durchgeführt von Oksana gegen Brie Bella raus. Ja. Dann kommt Niki rein, Clothesline gegen Axana, pinnt Und sie raus. irgendwo hat sich ja noch ein Torture Rack gezeigt. Also, ne, den ne, Schock-Treatment, den Move von Abyss. Ach echt? Ja, macht hier, zeigt Fireman's Carry und macht dann halt so Lex Luger-Style Torture Rack into Backbreaker. Ich denke mir so, was geht denn jetzt da? Wo hast du denn gelernt, den Move zu zeigen? Nicht von John Cena, weil der kann ihn nicht. So, dann kommt Jojo ins Match. Das war wenigstens ganz witzig. Ja, das fand ich auch. Das fand ich schön, ja. Weil halt die große böse Tamina Snuka am Ring ist und die kleine schmächtige Jojo. Die es Und fast die auch schafft. ja hier ihr erstes Match bestritten hat. Wir sind ja auf ihre zahlreichen Karriere-Highlights aus ihrer WWE.com-Biografie eingegangen in der Preview. Richtig. Und jetzt stand sie hier zum ersten Mal im Match und stand dann Tamina Snuka gegenüber. Das war cool, das hatte die Fans auch mitgenommen. Ja, Anscheinend. für 20 Sekunden, denn sie Ja. hat einen Einroller gezeigt, der ins Nichts geführt ist. Hat Tamina Snuka zeigt den Samoan Drop. AJ kommt rein, pinnt Jojo, weil sie Bock hat. Weil sie es kann. Natalya kommt rein und AJ geht wieder raus. Logisch, weil sie keinen Bock drauf hat. Und danach zeigt sie den Sharpshooter. Hier steht Figure 4 Leglock. Das ist Gegen falsch. Tamina Snuka. Sie klopft ab und im gleichen Zeitpunkt kommt AJ schon reingerauscht. Das war Hat so. sie wirklich Hat abgeklopft? sie, hat Ich habe sie. sie hab mir die Sache, die Szene zweimal angesehen und Ich habe nicht auch. Du wirklich hast ihre gesehen, dass rechte Hand Tamina. gesehen und du hast den Ringrichter gesehen, wie er auf den Zeitnehmer gezeigt hat. Das habe ich, also diesen Ringrichter-Move habe ich auch gesehen, aber ich habe Tamina nicht auf die Matte sehen, Das klopfen sehen. hast du gesehen und das hast du auch gehört. Es war sehr knapp. Die Zuschauer haben es auch nicht mitbekommen, Ja. weil die alle plötzlich erstaunt waren, dass plötzlich Tamina eliminiert war. Ja, das war sehr komisch. Und dann kam AJ dann noch direkt rein, das war sehr seltsam, auf jeden Fall. War wahrscheinlich anders geplant. Black Widow sollte folgen. Tamina will. Natalya hebt dann erstmal AJ einfach hoch, weil sie kann.
Tamina will eingreifen. Nikki Bella kommt allerdings rein und wehrt die Ablenkung quasi ab. Ein Move, der überraschend war, weil niemand mehr wusste, dass Nikki Bella noch im Match ist. Ja. Nicht die Kommentatoren. Selbst die Kommentatoren am Ende nicht, die das dann später am Abend nochmal erwähnen mussten. Peinlich. Peinlich. AJ will Natalya einrollen, die kontert den Einroller in den Sharpshooter. AJ klopft ab. Und Natalya und Nikki Bella sind die Überlebenden. Womit die Total Divas Damen, die Total Diven hier gewinnen. Ja, in haben wir auch beide, 29. Haben wir auch beide vorher gesagt. 5 zu 3 dann. Ja, also das Match war... Scheiße, ja. War echt nicht viel. Also da läuft doch irgendwas verkehrt, wenn du so ein Match ansetzt und dann gibt's Move, Eliminierung. Das, nee, das ist gut so. Also es ist besser, als wenn ich jetzt... Stell dir mal vor, das Match würde doppelt so lang gehen. Ja, gut, also, das ist richtig. Ja, klar. Aber trotzdem ist es nicht gut. Es ist besser, als wenn man da jetzt noch mehr Länge reinpackt. Aber es ist ja trotzdem nicht schön anzusehen jetzt direkt. Die Sache mit JoJo fand ich ganz nett. Ich finde es gut, dass man Natalya jetzt mal wieder endlich wieder mal machen lässt, weil das ist nun mal eine der besten Wrestlerinnen, die die WWE hat. Rein von der Technik und allem drum und dran her. Das ist die beste Wrestlerin, die die WWE hat. Ja, und Natalya jetzt wahrscheinlich dann in einer Titelfehde gegen AJ Lee, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich weiß wieder jetzt nicht, was da bei War passiert ist. Ich auch nicht. Aber man muss es, aber sie hat hier gewonnen. Yay. Naja, sie hat die amtierende Divas Championess zur Aufgabe gebracht. Da sollte man schon was draus machen. Wir haben beide in der Preview gesagt, dass dieses Match dazu dient, einen neuen Herausforderer für AJ aufzubauen. Ja, in einer heilen Welt ist das richtig. Die WWE ist keine heile Welt. Nee, wenn ich mir manches so angucke, dann nicht. Ja, Match gab es dann bei War nochmal, weil es so schön war. Ja, es ist so. Was soll ich machen? Ja. Auch noch mal den Elimination-Style. Ich freue mich schon riesig drauf. Yes. Ist genauso abgelaufen. Weißt du, warum sie es gemacht haben? Weil sie noch ein Elimination-Match zeigen wollten, bevor TNA an Thanksgiving ihr Elimination-Match zeigt. Das ist ja auch so ein Ding, ne? TNA. Ah, Ende November. Aber lass mal was Besonderes machen. Ja, Was macht denn die andere Liga, von der wir sonst auch immer alles abgucken? Ja, aber den Quatsch machen sie immer. Ein Elimination-Tag-Match? Nee, sowas abgucken. Achso, ja, sicher, aber dafür ist es diesmal was andersrum, denn diesmal gibt es, diesmal klaut die WWE Thanksgiving Fire von TNA, wenn ich das richtig gelesen habe. Thanksgiving Fire? Ja, sollte man, guck dir SmackDown an, dann weißt du. Feast or Fired, meinst du? Nein, ich meine eine On-Screen Thanksgiving Fire. Ach, Fire, ich war jetzt bei Feuer. Nein, Fire, eine Fire, also, F-E-I-E. Ja, deutsches Wort, verstehst du. ja. Feast of Fire ist aber auch. Ob man jetzt eine Thanksgiving-Feier dann direkt von TNA klaut, wenn das jeder in dem Jahr, in dem Land macht, in dem man ausstrahlt. Ja, aber sonst macht man es bei SmackDown ja nicht. Na, solange da keiner in ein Turkey-Kostüm gezwungen wird. Naja, lass uns weitermachen. We see. Ja, Ryback kommt raus. Hat die Expertenrunde unterbrochen. Super. Die geredet haben, hat dann gegen sie eingeredet. Ja, eigentlich würden Ryback sagt, sie Älteren schauen ihn an, würden sie was tun wollen. Was? Unser Bericht muss nochmal überarbeitet werden. Naja, es ging dann natürlich auch wieder um die Bully-Sache. Er hat gesagt, er könne zwar alle in der WWE einschüchtern, aber das macht ihn noch lange nicht zum Bully. Es liegt einfach daran, dass er halt jeden fertig machen kann und deswegen hat er eine Open Challenge gestellt, die dann von Mark Henry beantwortet wurde, der ohne Haare auf dem Kopf, sondern nur im Gesicht herausgekommen ist und seine Rückkehr gefeiert hat. Zu Reaktionen. Natürlich, das ist Mark fucking Henry. Ja. Stärkste Mann der Welt. Natürlich. Es hat merklich an Gewicht verloren. Und eine ganz komische Körperform. Er geht immer breiter, wenn man an ihm hochguckt. Brutaler Kerl. Finde ich cool, dass er wieder da ist. Ich finde das ein cooles Gimmick. Ryback steht jetzt bei jedem Pay-Per-View eine Open Challenge und wird immer wieder fertig gemacht. Gegen wen hat er denn nochmal beim letzten verloren? Big Show? War das nicht auch eine Open Challenge? Ich weiß nicht. Er hat auf jeden Fall gegen Big Show verloren. Nachdem er dann auch aus dem Shellshock ausgekickt ist. Das war bei War. Ja und? Meine ich ja. Das war keine Open Challenge. Nicht? Gab es das bei SmackDown nicht auch? Ja, dann gucke ich doch mal direkt nach. SmackDown. Derweil lese ich gerade im Chat, was da bei SmackDown passiert, Thanksgiving-mäßig, und fasse mir an den Kopf.
Great Khali, genau. Natürlich. Stimmt. Ja, da hat er aber gegen gewonnen. Jetzt Mark Henry, Royal Rumble, Brock Lesnar, WrestleMania, Goldberg. Fertig. Ja, Mark Henry hat nicht, auch... Das meine ich ernst mit Royal Rumble und Brock Lesnar. Was jetzt, dass man Mark Henry gegen... Nein, dass man Ryback gegen Brock Lesnar zeigt. Dass Ryback weiter Open Challenges ausspricht. Und beim Royal Rumble dann gegen Brock Lesnar antritt. Na klar. Und bei WrestleMania gegen Goldberg. Ja. So. Mark my words. Mark, wo, passt wo wir gerade bei Mark sind, genau. Der hat in diesem Match eine Aktion ausgepackt, die ich vorher nur bei Junkyard Dog gesehen habe. Dass er auf die Knie oder vielmehr auf alle Viere gegangen sind gegen einen liegenden Gegner und ihn dann so einen ja, kriechenden Headbutt gezeigt hat. Und auch das hast du nur bei WWE 2K13 oder so gesehen. Ja, das natürlich. Das ist nicht bei 2K14, aber in einem WWE-Teil. Aber immerhin weiß ich, dass diese Aktion ursprünglich vom Junkyard Dog kommt. Ist doch so, oder nicht? Ja, irgendwie muss man seine Wissenslücken ja füllen. Ja, ist es richtig oder ist es richtig? Natürlich ist es richtig, logisch. Ja, das ist doch das Einzige, was steht am Ende. Er hat halt Bock gehabt bei dem Match. Er durfte halt jemanden squashen, der nicht ganz so klein ist. Hat er Bock gehabt? Er wollte hier den World Strongest Slam zeigen und Ryback hat das Ganze in einen Spinebuster gekontert. Wollte dann die MeToo Clothesline zeigen und Mark Henry zeigt einen Flying Crossbody. Oder irgendwie was in der Art. Er stand einfach auf und hat dann Ryback gestoppt mit seiner Masse. Es gab dann den World Strongest Slam und den Sieg für Mark Henry hier bei seinem Comeback. Gut. Ja. Was macht man jetzt wohl mit Mark Henry so? Ich hoffe dauerhaft in einem Tag Team mit Biggie Langston stellen. Boah. Und die sollen dann schwere Objekte durch die Gegend werfen. Kleine Leute squashen. Ja, Semi-Trucks und sowas. Kann gegen Team Kobo antreten, jede Woche. Sie zerstören. Team Kobo! Santino Marella und Zack Ryder. Die heißen wirklich so? In WWE 2K14 zum Beispiel. Aber sie haben sich auch schon mal selbst so genannt im Fernsehen, ja. Okay. Was gab's danach? Danach gab's ein Video. Yeah. Man könnte meinen, wer bei TNA One Night Only, aber es ging halt nur um Cena und Del Rio und dann gab's eben das World Heavyweight Title Match zwischen John Cena und Alberto Del Rio. Boah. Alter, dieses Match. Das war ja so lahm. Boah. Dieses Match ging 18 Minuten 50. Dieses Match war so stinkend langweilig. Ich meine, ich verstehe es. Man möchte natürlich wieder zeigen, John Cena verletzt und kämpft sich dann da raus. Zeigt dann, wie stark er ist. Zeigt sogar eine One-Arm-Powerbomb irgendwann. Ich finde, das hat man sogar ganz gut gemacht, diesen Siegeswillen. Man hat ja recht viele Nearfalls in diesem Match. Und eben, dass sowohl der Rio als auch Cena ja durchaus sich noch aus Sachen befreit haben, wo man dachte, okay, jetzt geht's wirklich mal zu Ende. Das fand ich schon ganz nett gemacht eigentlich. Aber an sich war das Match nicht gut, das ist richtig. Ich habe das auch so mehr oder weniger so ja, am Rande geguckt, weil ich halt auch irgendwann so halb im Match das Interesse verloren habe. Hab dann aber eben noch diese Sachen mitgekriegt, dass man da eben diese Nearfalls und diesen Kampfeswillen zeigen wollte. Und das fand ich noch ganz okay. Das hat dem Match noch ein bisschen geholfen. Das war immer noch nicht gut. Ich möchte kurz was einwerfen. Ich lese hier gerade im Chat, dass hier die Funks angetreten sind. Und alle wissen automatisch, hier, Tons of Funk sind bei SmackDown. Ich dachte so, was sagen Terry Funk und Tory Funk Jr. bei der WWE? Sorry. Ich dachte so, halt. Okay, mach weiter. Hast du mir jetzt gerade gar nicht zugehört? Ich war eigentlich fertig. Doch, ein bisschen. Ja, ich war eigentlich fertig mit meiner Aussage. Ja, jetzt sieh zu, was du daraus jedes machst. Jedes John Cena Match ist ein Match, wo er zuerst kurz zählen muss, meistens recht kurz, kommt er zurück und zeigt dann, dass er halt trotz den großen Hindernissen, die man ihm in den Weg stellt, so rausschaut wieder. Genau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen beim Schießen live auf ARD. Mein Name ist Kachelmann. Ist wieder besser? Ich mach doch gerade gar nichts. Jetzt ist besser. Ja, guck. Ich habe mich gar nicht bewegt. Was soll ich denn mein tun? Mein Name ist Kachelmann. Herzlich willkommen. So, ja, siehste, jetzt
kommt's Rausch, Rausch. Ich dachte auch Bist du immer noch gerade. am Rauschen? Nein, jetzt ist gerade sehr gut. Du bist jetzt quasi wieder reingegangen und guckst das Skispringen jetzt von drin an. Also ab ist Noch gleich schöner. Sven Hannawald und Anna Malisch ihren Sprung machen. Ja, wir haben verstanden. Meine Fresse. Ja, Und jedes Sven John Cena. Hannawald und Adam Malisch springen, glaube ich, gar beide nicht mehr. Also erstmal auf keinen Fall. Adam Malisch weiß ich jetzt nicht. Ja, es ist jedes John Cena Match ist, finde ich, ein Match, wo er versucht, gegen irgendwelche größeren Hindernisse zu bestehen, weil er entweder verletzt ist oder vorher attackiert wurde oder kaputt ist oder irgendwie sowas. Und am Ende gewinnt er halt durch schieren Siegeswillen. Und dieses Match war nicht anders. Der Rio hat lange, lange Zeit dominiert. Und der Rio, wenn er dominiert, ist nicht so toll unterhaltsam. Auch wenn er eigentlich ein perfektes Moveset dafür hat. Und eigentlich hat er auch das perfekte Moveset, um gegen die Art von Verletzung anzutreten, die John Cena hat. Aber ich fand es nicht so großartig. Ich fand es ziemlich lahm. Und letztendlich hat dann Del Rio den Armbreaker ausgekontert, hat Del Rio hochgehoben, hat zum Schluss den Attitude Adjustment gezeigt und relativ klar und eindeutig gewonnen, so wie man es auch im Vorfeld dachte. Was Flosch meint, ist, dass Cena natürlich den Armbreaker ausgekontert hat und der Rio hochgenommen Ja, und dann den Attitude natürlich. Adjustment gezeigt hat. Cena zeigt keinen Armbreaker. Ja, du hast gerade gesagt, der Rio hat den Armbreaker gekontert. Ja, es ist auch eine Armbar und kein Armbreaker. Armbreaker ist ein Single-Handed Ja! Cena. Oh Gott, bist du heute wieder nervig. Oh. Niemand mag Klugscheißer, Flosch. So, Hast du nicht vorhin Attitude angefangen, Adjustment. den eigenen Bericht zu kritisieren? Weil da ein Satz stand, der gar keinen Sinn ergeben hat. Bei Armbreaker weiß jeder, was gemeint ist. So. Wie gesagt, Match war jetzt halt nicht so toll. Ich fand es noch ertragbar, weil mir diese Sache mit diesem Kampfeswillen diesmal hier ganz okay gefallen hat. Ansonsten hat es aber doch einige Längen gehabt und hätte sicherlich nicht geschadet, wenn man dieses Match um 3, 4 Minuten gekürzt hätte. Cena haben wir beide natürlich drauf getippt, ist weiterhin World Heavyweight Champion. Nun hätte man sicherlich denken können, dass man jetzt einen neuen Herausforderer für John Cena findet und dann ein neues Match um den World Heavyweight Title stattfinden wird. Aber wir wurden an diesem Abend schon fast direkt eines Besseren Ja, belehrt. es wurde ja ein neues Match angesetzt, eins, das mir Ja, aber nicht in einer reinen World Heavyweight Title fehlt. Dann kam das beste Segment des Abends. Nope. Wenn ich mir jetzt schon den Bericht durchlese, Santino und Archer spielen mit Actionfiguren, auch John Laurinaitis, Los Matadores und Fandango schauen vorbei. Punkt. Ja, das. Ja. Punkt. Das war so scheiße, ey. Sie spielen echt mit Ja, mit den Merchandise. neuen Teilen da, die man ja bewerben muss. Ja, Los Matadores dabei, wie gesagt. Fandango, Fans machen den Fandango Dance. Gehen ab. Johnny John Ace. Laurinaitis sagt, liebe Power. Johnny Ace. Man hat ihn nicht gesehen seit Wochen, Monaten. Und plötzlich Johnny Ace. What? Kommt da wieder, People Power. Dann spielen sie und gehen alle ab. Sonst was denn, sowas gibt's auch nur in der WWE, so ein Scheiß. Naja, neues Videopaket, Geschichte, Wyatt Family, CM Punk, Daniel Bryan, Bray Wyatt, natürlich nochmal kurze Promo, hat Bryan und Punk gewarnt. Bla bla bla, eigentlich seien sie tapfer gewesen, aber er sei nun der Reaper, also der Mann mit der, ja, wie nennt sich dieses Ding vom Sensenmann? Sense, vermutlich. Und dann gab es den Einzug. Ja, ist das Ding von selbst. Womit spielt man beim Fußball? Mir ist kurz bevor ich dann an dieser Stelle war, wo ich Sensenmann sagen muss, So ist mir überhaupt, reiche ja, ist mir erst wieder er dem eingefallen, wie Schwertkämpfer dieser Mann seine Waffe. heißt. Welche denn? Da ist mir gerade erst wieder eingefallen, wie das. Ach komm. Ja. Jetzt bin ich raus. Tag Team Match. CM Punk und Daniel Bryan gegen die Wyatt Family. Gegen Luke Harper und Eric Rowan. Ja. War. Ist schwer. Es ist ein Raw-Match gewesen. Gab's einen Tag später dann auch nochmal in einer Handicap-Form mit Eric Rowan, Luke Harper und Bray Wyatt. Das soll mit dem Raw-Match soll jetzt kein Runterreden sein. Weil Raw-Matches sind in letzter Zeit auch oftmals sehr gut. Aber damit will ich sagen, dass es nichts Besonderes war. Es war ein Standard-Match
an dem CM Punk, Daniel Bryan und die Wyatt Family teilgenommen haben. Es gab jetzt keine großartigen Spots, die du noch nie gesehen hast. Es gab keine Match-Story in der Beziehung. Nee. Es war ein Match, was du so 1:1 bei Raw sehen würdest, bloß du hast halt keine Werbeunterbrechungen dazwischen. Ja, quasi. Kleines Detail, was ich noch ganz nett fand. Eric Rowan hat während des Matches mit seiner Maske geredet. Der hängt ja immer in einer Ringecke da auf. Und während des Matches hat er einfach mal kurz angefangen, für so 10 Sekunden mit dieser Maske zu reden, sich richtig zu unterhalten mit der. Fand ich ganz nett, hat ganz gut ins Gimmick ja auch gepasst an sich. Ja, während man bei S.H.I.E.L.D. die ganze Zeit drüber gesprochen hat, dass Roman Reigns das schwächste Glied ist und er ja daraus sich mehr oder weniger rausgebrochen hat und jetzt jedes Mitglied von S.H.I.E.L.D. in irgendeiner Art und Weise gleichwertig und besonders ist, gibt es keine Frage, wer bei der Wyatt Family das schwache Glied ist. Das ist Eric Rowan. Und der Mann mit der Maske. Und der ist ziemlich mies. Du hast es besonders hier gemerkt, wo Punk und Brian die ersten 2-3 Minuten ja größtenteils mit Kicks gearbeitet haben und er keine Ahnung hat, wie man Kicks irgendwie nimmt oder hält. Er wird getreten und er macht und er wird getreten und er wieder Vielleicht sollte er seine Maske nochmal genauer befragen. Ja, vielleicht sollte er auch einfach größtenteils Luke Harper wrestlen lassen, weil als er drin war, war das Ganze schon wesentlich besser. Luke Harper verkörpert die Rolle des großen, grobklötzigen Trolls, der einfach nur seine Gegner schlachten will, wesentlich besser als Eric Rowan. Ja. Sehr geil zum Beispiel, wie er auf dem Top Rope stand und von Daniel Bryan eigentlich in so einen Submission-Move genommen wurde und der ihn dann aber einfach von dort oben runter gepowerbombt hat. Na klar, weil das kann. Ja, das kann. Also auch zum Beispiel eine geile Aktion. Ich habe gerade mal nachgeguckt, Eric Rowan hat immerhin auch schon 10 Jahre Ringerfahrung. Da wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel verbessern. Kelly hat bestimmt auch schon bald 10 Jahre Ringerfahrung. Die macht doch gar nichts mehr. Naja, 6 Jahre. Ich wollte dir nur zeigen, dass das nicht, dass Ringjahre nicht in Fähigkeiten resultieren. Natürlich, aber ja manchmal sind sie ein Indiz dafür. Weil es ja auch Beispiele gibt wie Biggie Langston oder Adam Cole, die 4 oder 5 Jahre jetzt dabei sind oder 3 Jahre oder was weiß ich. Kelly ist jetzt prinzipiell 7 Jahre dabei. Ja, das ist schon aber macht ja seit 3 Jahren nichts mehr oder sowas. Ja, zum Glück. Macht jetzt genau das, wofür sie geschaffen worden ist, nämlich Kalender. Gut. ist so. Sexismus-Flosch. Möchtest du das, das absprechen jetzt, diesen Punkt? Wenn sie eine Sache geschenkt gekriegt hat, dann ist es Aussehen. Und das vermarktet sie jetzt. Schlaues Mädchen. Es gab einen Top-Rope-Elbow natürlich von CM Punk gegen Luke Harper, der dann mit Randy Savage Chance natürlich gehuldigt wurde. Ja. Eric Rowan hat das Cover unterbrochen und plötzlich kommt Daniel Bryan mit dem Move That Beat John Cena angeflogen und hat Rowan aus dem Ring befördert. Punk zeigt dann gegen Luke Harper den GTS und das war's. Sieg für die Faces. Sieg für The Best and the Beard. Best für Goat. Sieg für Goat, meine ich. Goat. Greatest of all time, ja. Teams. What? Greatest of all teams, ja, okay. Ja. Greatest of all time finde ich natürlich jetzt irgendwie besser. Ah, egal. Das war ja mal bei Daniel Bryan so. Ja, eben. Macht ja keinen Unterschied. Nee, ist richtig. Aber sie nennen sich Greatest of all times. Teams. Verdammt. Ja. CM Punk und Daniel Bryan hast du da natürlich drauf getippt. Ich habe auf die Wyatts getippt. War früh. 6-3. Keine Ahnung. War früh, auf jeden Fall. Nach dem Match, Bray Wyatt rastet aus, schlägt auf die Barrikaden ein, was die Fans daneben beängstigend mitbekommen und erstmal ein, zwei Sitze wegrutschen. Er hat dann noch angeteased, dass er in den Ring steigt und selbst gegen Punk und Bryan antreten möchte, aber er hat dann gesagt, ich bin nicht blöd, ihr habt mich noch nicht geschlagen und ist dann abgehauen. Ah, schauen wir mal, was dann demnächst passieren wird. Vielleicht wird jemand entführt. Von Ninjas. Es gab eine Theorie im Internet, in diversen Foren, die ich gelesen habe, dass manche Leute davon ausgegangen sind, in dieser Szene, als Bray Wyatt vorm Ring stand. Dass jemand einrennt. Da stand. Oder was? Was? Dass jemand reinrennt von der anderen Seite. Nee. Lass mich doch mal ausreden. Da stand Bryan ja vor Punk. Und Bryan hat ja sogar gekniet oder so.
Und viele haben dann gesagt, dass sie an dieser Stelle damit gerechnet haben, dass Punk jetzt gegen Brian turnt oder sowas. Hast du das auch so gesehen? Weil ich muss sagen, ich habe da zu keinem Moment dran gedacht Nö. eigentlich. Hättest du mir das jetzt nicht gesagt? Und Ja. hätte. Ich habe ja auch eine andere Theorie gerade in den Raum geworfen, irgendwie, dass er auf dem Apron steht, die Aufmerksamkeit von CM Punk und Daniel Bryan auf sich zieht und von hinten in einer ankommt und beide oben Clothesline von hinten oder so. Einfach um ein neues Mitglied der Wyatt Family auszumachen. Was weiß ich. Aber jetzt hier den Turn. Wozu? Ja, eben, habe ich mich auch gefragt. Wahrscheinlich wieder nur der Wunsch, dass man Punk irgendwo einsieht oder sowas. Naja, dann ging es noch einmal backstage zu Randy Orton, der da fehlte doch noch ein Segment hier, oder? Nein. Zwischendurch war Randy Orton doch auch mal bei dem Referee. Ja, das stimmt. Das Das ist nicht im haben wir Bericht. bisher, das ist nicht im Bericht. Er war beim Referee bei Armstrong Scott. Nein. Bei dem Referee für den Main Event auf jeden Fall. Und hat ihm mehr oder weniger nahegelegt, das Match, also so hat er es gesagt, das Aber Match, mein Charles ja, Robinson, Mann. natürlich, bei dem Mann, der immer vor dem Undertaker flüchtet. Und außerdem bei dem Mann, der damals den epischen Run-In gemacht hat bei Undertaker Ja. gegen Edge, Batista, irgendwie, weiß ich Keine nicht. Ahnung, auf dieser langen Rampe auf jeden Mann, Little Fall. Nate. Ja, hat gesagt, dass er das Match bitte down the middle callen sollte. Hat aber Er soll es down the middle callen. ja, wie würdest du es denn jetzt ad hoc Er soll übersetzen? fair sein. Ja, von mir aus. Und er meinte damit natürlich, dass er ein bisschen Unterstützung brauchen sollte. Mann, es ist schwer, wenn du etwas in Englisch siehst, das immer dann im Kopf dann weiter zu verarbeiten. Halt die Fresse. So, das gab es damals zu einem früheren Zeitpunkt bei Pay-Per-View. Hier ist er ins Büro von Stephanie McMahon und Triple H reingeplatzt, wo auch gerade John Cena schon stand. Dann war Orton natürlich ein wenig brüskiert, dass Cena da war, weil der sich gerade mit denen unterhalten hat. Cena sagte, sei für morgen bereit. Man wurde nämlich noch am Arm behandelt zu diesem Zeitpunkt. Orton hat dann natürlich nochmal die Autoritätspersonen gefragt, warum Cena da überhaupt gewesen sei, was die mit dem zu schaffen haben. Das ist doch, geht die doch eigentlich, also die haben doch keine Berührungspunkte großartig. Steph und Triple H, halt die Fresse, haben aber nicht Ich großartig jetzt schon mal. reagiert. Ich höre immer noch dein dämliches Lachen da in den Redepausen, die ich mache. Habt aber kein. Ach, fuck. Triple H und Stephanie haben aber nicht geantwortet. Orton ist dann auch gegangen. Und dann gab es eben das Match um den WWE-Titel. Randy Orton gegen The Big Show. Mann! Es geht in die Annalen der Geschichte ein, Steph und Triple H, halt die Fresse. herrlich, ja. Dieses Segment hat dann nochmal dieses ganze Psycho-Sein von Randy Orton irgendwie untermalt, der keine Ahnung hat, wer gegen ihn, wer für ihn ist, und dann siehst du quasi, wie Papa und Mama da stehen und mit dem anderen Kind irgendwie reden. Und du sagst, was redet ihr mit dem? Ich finde Was das. soll das denn? Was macht ihr mit John Cena, der ja auch gleichzeitig noch, wie wir vorhin gesehen haben, immer noch der andere Champion ist? Und ich bin doch das Face und nicht der Kerl. Das hat man nett geteased, sagen wir es mal so, dass ein Randy Orton da mehr reininterpretiert, als es zu diesem Zeitpunkt vielleicht war. Man weiß es ja nicht. Ja, eigentlich hat er ja recht behalten im Prinzip sogar, ne? Natürlich. Ich muss sagen, mich hat Randy Ortons Darstellung fürchterlich aufgeregt zu Wieso? diesem Zeitpunkt. Ich find's schlimm. Auch wie das Match dann angefangen sind, und damit sind wir dann ja auch im Match direkt eigentlich. Er ist ja auch anfänglich von Big Show abgehauen und alles. Hat sich mehrmals aus dem Ring gerollt oder hat es versucht, ist einmal am Seil hängen geblieben und nicht rausgekommen. Wenn ein Heel das macht, habe ich da durchaus Verständnis für, dass er dieser feige Heel ist und so weiter. Heels dürfen das. Aber bei Randy Orton habe ich ein Problem damit. Weil Orton eigentlich ein Kerl ist, der einfach so psychopathisch ist und der eigentlich doch auch wissen müsste, dass er stark genug ist und dass er alle besiegen kann. Der doch eigentlich auch ein so selbstbewusster Typ ist. Der arrogante Heel doch auch eigentlich. Und hier, dann rennt er, du hast eben von Mama und Papa gesprochen. Genauso war es doch. Warum kriege ich denn keine Unterstützung? Dann gehe ich zum Referee und heul da nochmal rum. Dann gehe ich nochmal zu Mama und Papa und da steht dann auf einmal ein anderer, dann bin ich eifersüchtig. Das hat mir einfach nicht gefallen. Bei Typen wie The Miz damals als WWE-Champion konnte ich das abhaken, weil das passte.
der ist nun mal auch einer, der nur durch seine fiesen Tricks und durch solche Sachen halt dann auch Champion bleiben konnte. Aber Randy Orton ist immer noch die fucking Viper und der fucking Apex Predator. Und da hat es mich einfach gestört, dass er Der die ganze Legend Zeit Killer. der Legend Killer. Und da hat es mich einfach gestört, dass er so auf Mimose macht, anstatt einfach mal in den Ring zu gehen und zu sagen, klar, gebe ich dir halt auf die Fresse, scheiß Big Show. Wie er es dann später im Match ja irgendwann dann auch gemacht hat. Da hat er diesen Schalter irgendwann umgelegt. Aber dieses Mimosenhafte vorher hat mich einfach gestört. Auch wenn er ein Heel ist, bei Randy Orton im Speziellen und bei anderen Leuten natürlich auch, aber es gibt halt Charaktere, da passt es in meinen Augen nicht so ganz. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich reduziere das hier eher darauf runter, dass Randy Orton eine gewisse Paranoia hat, dass er seinen Spot als Face der WWE verliert, oder als Gesicht der WWE. Ja, aber auch dann ist es doch eigentlich das Gleiche. Dann soll er doch einfach selbstbewusst genug sein, um zu sagen, ich bin aber nun mal das verdammte Gesicht und an mir kommt keiner vorbei. Ich bin die Nummer Ja, aber das ist genauso, als wenn du intelligenten Leuten sagst, die immer gute Noten schreiben, hey, mach dir keine Gedanken, du kannst eine gute Note eins. schreiben. Und dann sagen sie, ich schreib doch eh wieder nur eine 4. Dann Und kriegen dann sie kriegst du die 3 98%. hier und er immer die 1. Mann, Richtig. Hurensöhne, alle da draußen, ich hasse euch. Ganz genau. Und so verhält sich halt auch ein Randy Orton, der halt sagt, tief im Inneren weiß er ist in dieser Position, dass er nicht da wäre, wo er jetzt steht, wenn er nicht den Rückhalt von Triple H und Stephanie McMahon hat. Das weiß er, aber wir als Zuschauer sollen halt nicht das ins Gesicht direkt gesagt bekommen, sondern uns halt unseren Teil dazu denken, was ja auch klappt. Und deswegen sagst du ja auch zum Beispiel du, der smarte Zuschauer, es ist ja jemand, der kann gar nicht auf seinen eigenen Beinen stehen. Obwohl wir wissen, dass wenn er klaren Gewissens wäre, dass er es könnte. Aber die Leute haben ihn halt, er ist halt nicht ganz dumm, aber er ist halt auch nicht ganz schlau. Ja, Und okay, wenn du das es mit finde dieser Paranoia erklärst, gut, dann kann ich ja, dann finde ich es immer noch nicht gut, aber Nein, kann um ich Gottes besser Willen, um verstehen, aber. Gottes, ich möchte nicht viel gut reden an dieser Top-Storyline. Aber ich kann es noch irgendwo verzeihen, aber ja, ich verstehe durchaus, was du meinst. Man sollte den WWE-Champion vielleicht ein bisschen mit Rückgrat zeigen und er hat Also es nicht. es muss nicht generell sein. Also wie gesagt, bei so Leuten wie The Miz oder so finde ich es nicht schlimm. Aber bei Randy fucking Orton, Ja, doch, der sich den Status ja auch doch mittlerweile mal erarbeitet hat, da könnte es man doch durchaus mal machen. wenn mir heute man immer noch erzählt, dass The Miz vor einigen Jahren im WrestleMania Mania wird, ist, da geht es mir doch ganz übel. Ganz übel bei. Es ist ja jetzt auch nur ein Beispiel dazu. Auch bei Edge hat es ja teilweise besser gepasst. Bei besseren Leuten. Also es kommt charaktertechnisch drauf an. Ne? Randy Orton gegen Big Show. Boah. Nennen wir einen schlechteren Main Event in diesem Jahr. Da müsste ich jetzt wissen, was wir noch hatten in diesem Jahr im Main Event. Dann, ich finde das kurz raus. War auf jeden Fall überraschend kurz, fand ich. 11 Minuten, 8 Sekunden hat es gedauert. War wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. War natürlich auch nicht gut, aber haben wir auch nicht erwartet, dass dieses Match ein Highlight wird. Nee, wir sagten ja, guck mal, Big Show gegen Randy Orton. Eben, ja. Wie gesagt, Orton hat am Anfang versucht, es abzuhauen. Ist im Seil hängen geblieben, hat es dann aber doch irgendwann geschafft und irgendwann während des Matches hat er dann doch endlich mal den Schalter umgelegt und ist mal sauer geworden. Da ging es dann ja auch ein bisschen nach draußen und hat Big Show hat er ihn in die Ringecke geworfen, in die Ringtreppe vielmehr. Dann gab es einen kleinen Ref-Bump im Prinzip, weil Orton Big Show in den Referee geschubst hat, der noch im Ring stand oder andersrum, weiß ich jetzt Ja, nicht genau. sie waren gerade irgendwie draußen und Einer wollte wieder reingehen. Ja, nee, Big Show wurde in die Seile geschubst und Robinson war mit einem Bein halt quasi auf dem Apron, halt zwischen den Seilen. Und da wurde er gegengeschubst und er ist dann umgefallen. Genau. Da hat Randy Orton dann auch gezeigt, dass er clever ist. Hat gemerkt, der Referee ist gerade anderweitig beschäftigt, hole ich mir doch mal einen Stuhl. Wollte damit dann auf Big Show einschlagen. Der hat aber gedacht, nö, habe ich keinen Bock drauf. Hat ihm den einfach aus der Hand gehauen. Cool. Das kann Big Show dann eben. Und ja, dann ging es wieder zurück in den Ring eigentlich, also auch nochmal in die Absperrung erst und kurz ins Publikum, dann ging es wieder in den Ring. Dann gab es den Knockout-Punch von Big Show tatsächlich, Den obwohl Knockout-Punch er war auch noch den draußen, gab es aber er war auch noch draußen, draußen, weil richtig. Randy Orton, nee, weil Big Show, also beide waren außerhalb der Barrikaden und Genau. Big Show wollte raus, also wieder in Richtung Ring und dann hat Randy Orton den RKO zeigen, nee, den DDT zeigen wollen, er hat ihn quasi schon so über die Barrikade gezogen. Big Show kann sich befreien, zeigt den Knockout-Punch, den Michael Cole als
KO angesprochen hat, was problematisch ist, wenn Randy Ortons Finisher RKO heißt. Ja, er rollt Orton in den Ring plötzlich, unerwartet, ohne dass man es sich denken konnte und vollkommen überraschend. Ertönte die Musik von Triple H, der gemeinsam mit... Ja, schließlich hat Triple H ja am Anfang gesagt, es gibt keine Eingriffe. Richtig, keine physischen Eingriffe, wie man es mir jetzt sagen will. Denn Triple H kam zusammen mit Stephanie McMahon und Johnny Kane zum Ring und standen dann da. Big Show, der dumme Face, lässt sich davon ablenken. Orton steht wieder, zeigt RKO, zeigt den Punt Kick. Daneben, aber der Wille ist, was zählt und daneben gewinnt. Aber doch getroffen. Bitte? Daneben aber doch getroffen. Ja, der Windstoß, ne? Bei Street Fighter klappt das auch, da ist der Windstoß auch brutal. Und gewinnt damit das Match. So. Ich habe hier alle Pay-Per-Views des Jahres 2013 offen. Ich werde sie dir jetzt sagen und wir sagen kurz, ob wir es besser fanden. Spontan. Ja, warte mal kurz. Dann machen wir eben noch einen Haken hinter in die Orten gegen Big Show. Ketchkas Regel 1 hat wieder zugeschlagen. Ein Heel darf alles sagen, so wie Triple H. Und wir haben beide auf Randy Orton getippt. Das macht aber nichts mehr, weil du schon gnadenlos davon gesandt bist. Bam, Sweep, alles richtig. Ja, Respekt, mein Lieber. Da hatte ich keine Chance. Hätte ich tippen können, was ich wollte. Ich hätte maximal ein Unentschieden getippt, weil Flosch hat alles richtig getippt. Versteckt sich wahrscheinlich hinter diesem Dolphin-Typen von Reddit. Ja, und damit steht es 1-1. Dolphstoßlegende wieder, ne? Ja, auch das. 1-1 im Tippspiel, Survivor Series ging an meinen Kollegen Flosch. Ja, dann hau mal raus. Januar, Royal Rumble. Rock gegen CM Punk. Um den WWE-Titel. Rock hat damals den Titel gewonnen. Meltzer, 4 Sterne. War besser. Elimination Chamber 2013. Rematch Rock gegen CM Punk. Ja, war wohl besser. Meltzer 3,5 Sterne. War, glaube ich, nicht. Auch, war auch, fand ich auch nicht ganz so gut. Ich fand aber, glaube ich, beide Matches nicht ganz so gut. Ja, aber waren beide nicht ganz so gut, ist richtig. Also man hatte sich mehr versprochen, beide. WrestleMania, John Cena gegen The Rock. Aber leicht besser. Ja, aber auch nur leicht. Hatte Triple H gegen Brock Lesnar sogar. Norholz Bartmatch hat 2,5 Sterne gekriegt. Das war das Kackmatch, ja. Extreme Rules, Brock Lesnar gegen Triple H im Steel Cage. Ja, war besser. Du fandest das nicht so gut, habe ich in Erinnerung. Nee, ich fand das nicht so gut. Oh, ich fand's, oh, aber, oh, fand's, oh, aber ziemlich gut. Oh, 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 oh. Payback 2013, John Cena gegen Ryback Three Stages of Hell, Lumberjack Tables Ambulance Match. Ui. Ui, da wird's knapp. Money in the Bank. Das war nämlich auch nicht gut. Money in the Bank 2013. Randy Orton, Christian, CM Punk, Daniel Bryan, Rob Van Dam und Sheamus. Ja, war wohl besser. Ja, absolut. Alleine weil Christian in diesem Match war. Randy Orton gegen Daniel Bryan, / Daniel Bryan gegen John Cena im eigentlichen Main Event vom SummerSlam. Ja. Also Randy Orton gegen Cena gegen Bryan war auf jeden Fall besser. Night of Champions, Daniel Bryan, Randy Orton. Genau so. Ja, die waren halt auch alle nicht gut, aber ja. Daniel auch. Bryan, Randy Orton, Hell in a Cell, Night of Champions, alle. Und jetzt also wenn, dann kloppt es sich mit dem Three Stages of Hell Match. Ja. Aber jetzt eng. Es gab irgendein Randy Orton, irgendein Ryback Match, wo ich gesagt habe, das war wesentlich unterhaltsamer, als ich das gedacht hätte. Ich weiß nicht, ob es das Match war. Nee, Three Stages of Hell war nicht gut. Nee, hört sich auch nicht gut an. Ja, ich bleib dabei. Randy Orton gegen Big Show hat immerhin den Vorteil, dass es nicht so lang war wie das Three Stages of Hell Match. Ja, das ist ein Vorteil. Ja, klingt hart, aber ich fand es dann wohl den schlechtesten Main Event des WWE-Jahres bisher. Fandest du das jetzt schlechter als das? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil das Match war wirklich sehr lahm und sehr schlecht. Man hat jedenfalls kein klares Finish. Also, ja, doch irgendwie prinzipiell schon, aber ja, halt auch. Naja. Ja, Orton hat halt auch wieder nur durch Eingriff gewonnen, ne? Oder durch die Ablenkung. Ja. Aber deswegen ist es ja kein klares Match. Ja, nach dem Match kamen dann Triple H und Stephanie McMahon zum Ring, haben applaudiert, als plötzlich die Musik des wahren Gesichts der WWE ertönte. Der People's Champion, der World Heavyweight Champion. Der People's Champion. Even stronger, John Cena. Und er hielt den Titel in die Luft. Und im Ring gab es dann ein Face-Off der beiden Champions, sodass wir dann bei TLC Battle of the Champions haben. Title vs. Title Match. Einer TLC wird mit beiden Titeln den Pay-Per-View verlassen. Was falsch ist, weil... Vielleicht. Naja, komm, die
In einem perfekten Szenario würde es vielleicht so sein. Ich gehe fest davon aus, dass John Cena den einen und Triple A und Randy Orton den anderen Gürtel abzieht. Ich fürchte es auch, dass es darauf hinausläuft. Ja, ist richtig. An sich muss ich sagen, finde ich diese Ankündigung aber ziemlich cool. Also auch hier diese Szenen nach dem Match und die Anfangspromo bei oder das Anfangssegment bei Raw. Man hat schon, also es ist natürlich schon etwas Großes, wenn der World Heavyweight Champion gegen den WWE Champion antritt und dabei beide Titel auf dem Spiel stehen und wenn es dazu dann noch ein TLC-Match ist, klar, da habe ich Bock drauf auf dieses Match, auf jeden Fall. Oh ja, ich freue mich auch auf John Cena gegen Randy Orton. Das hatten wir ja noch nicht. Auch Ich nicht freue mich drauf. Auch im Tier. so Hell in a Cell. Das ist Oh, mega. Ich freue oder mich drauf. so 60-Minute Iron Man Match hatten wir auch schon. Ja. Ich brauch echt nicht mehr Randy Orton gegen John Cena. Auch wenn es TLC ist. Aber ich brauch das echt nicht. Ich Boah. freue mich aber drauf. Ustreamer 810385 schreibt gerade, warum macht die WWE jetzt eine Titelvereinigung? Die bekommen so schon keine Storyline hin ohne Titel im Spiel und jetzt nehmen die den Titel weg und somit ein Match mehr ohne Storyline. Tolle Wurscht. Keine Interessant Titelvereinigung. ist immer, dass alle davon ausgehen, dass es eine Titelvereinigung gibt. Nö, hat gar Jungs keiner und gesagt. Mädchen. Es hat niemand gesagt, es gibt eine Titelvereinigung. Und man hat es so sehr vermieden, das Wort Unification in den Mund zu nehmen. Gerade in diesem Anfangssegment bei Raw, da ging es immer nur darum, es gibt einen Champion danach. Gibt es ja auch in der perfekten Welt, wie Flush es gerade nannte, weil einer eben beide Titel abhängt. Und es wurde aber nie gesagt, dass Titel vereinigt werden oder so. Ich weiß nicht, wie alle darauf kommen. Es mag vielleicht die logische Konsequenz sein, aber bis das wirklich in Stein gemeißelt sind, ist, glaube ich, da nicht dran. Vielleicht. Und wenn dann bei Mania, dass man da dann ein Vereinigungsmatch bringt, weil ein Titelvereinigungsmatch ist Geld. Und das hebt man sich dann für eine größere Veranstaltung als TLC auf. Idealerweise für die größte im Jahr, wenn es um die größten Titel des Jahres geht oder der Liga geht. Ich finde es interessant, wie alle darauf sofort abgehen und sagen Titelvereinigung, denn das ist es bei Weitem immer noch nicht. Und dann reden wir auch erst darüber, wenn es dann soweit ist. Hat Ustreamer 810385 gesagt, was er sehen will, beide K.O. im Boden, Brian kommt im Anzug und ohne Bart rein und hängt die Titel ab. Ja, wenn es danach geht, dann kann auch meinetwegen Angela Merkel reinkommen und die Titel abnehmen und sich WWE und World Champion deklarieren. Da gibt es leider das Problem, dass es da immer noch Leute, dass es immer noch Stipulations gibt, die besagen, dass von außen keiner reinkommt und sich einfach den Titel nehmen darf. Sonst sollte ich vielleicht mal. Wo ist TLC? Ich Dann weiß mache ich nicht. das einfach mal. Ich Und weiß nicht. Leiter hochklettern kann ich auch noch. Gucke mal. WWE TLC 2013 ist in Houston, Texas. Na guck, Im da wollte Toyota ich eh immer Center. schon mal hin. Ja, dann haben Besuche ich wir. noch Shawn Michaels. Darf ich dann ein Interview mit dir machen beim Cagecast? Ja, sicher. Nice. Mit dem Undisputed Champion. Yes. So geht das ab. Der in einer Nacht Randy Orton und John Cena gleichzeitig besiegt hat. Ohne selbst für sie, gegen sie irgendwie angetreten zu sein, sondern nimmt einfach den Titel ab. Fuck you, Chris Jericho. So, Fazit. Schlechtester WWE Pay-Per-View des Jahres. Damit tue ich mich schwer, weil ich die anderen jetzt wieder nicht so parat habe. Und insgesamt muss ich sagen, so fürchterlich fand ich die Survivor Series jetzt nicht. Man hatte einen sehr guten Opener, Ja, und das war's. der richtig klasse war und das war's mit den Highlights definitiv. Der Rest war jetzt aber auch für mich jetzt kein ganzer Stinker. Das Damen-Match war halt seltsam. Und der Rest war halt immer so im Bereich, ja, kann man machen, ist okay. Und bei Cena gegen der Rio hatte ich immer noch diesen kleinen Aspekt von, ja, war irgendwo doch ganz nett. Also es war alles nichts Besonderes. Für ein Pay-Per-View ist es eigentlich sogar zu wenig. Für einen der ehemals großen, aber davon brauchen wir eigentlich nicht anfangen, ist es definitiv zu wenig. Irgendwo im durchschnittlichen Bereich ist dieser Pay-Per-View. 4, 5 Punkte, würde ich sagen, kannst du machen. Und Null oder damit sowas. schlechtester Pay-Per-View des Jahres, weil du jedem Pay-Per-View 6 gibst. Ja, wenn das so ist, dann auf jeden Fall, ja, gut. Aber insgesamt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich meine 3 Stunden jetzt komplett in die Mülltonne geschmissen habe. Ja, und da ist der Unterschied. Für mich, das Beste ist, wenn der Pay-Per-View grandios ist. Matches gut, wichtige Sachen. Ach was. Danach bevorzuge ich, wenn Scheiß-Matches kommen, die wenigstens irgendwie einen gewissen Unterhaltungswert entweder bieten oder einen gewissen wichtigen Faktor noch haben. Es gibt nichts Schlimmeres als Zeitverschwendung. Und natürlich, der Opener war grandios.
Roman Reigns, die ganze Storyline, alle Leute, sogar Rey Mysterio war ziemlich gut, auch obwohl man sagt, dass er immer noch verletzt ist. Und sogar der Kickoff. Ich fand das sehr unterhaltsam, weil es ein anderes Match war. Es ging nur 8 Minuten, aber dadurch halt, dass die beiden ein komplett anderes Match geworkt haben, als sie es im Sommer gemacht haben, war das ganz interessant. Ja, aber dann ging es auch ziemlich rapide bergab. Also Biggie Langston gegen Ryback, gegen Curtis Axel, habe ich oh so Gott. Ja gut, das wollen wir noch nicht sehen. Das, ja, 2 Minuten Squash, meinetwegen, ja. Aber so, habe ich so bei Raw gesehen, brauche ich nicht. Das war eine Titelverteidigung, damit Biggie Langston Curtis Axel beim Pay-Per-View besiegt hat. Nicht, wir wollen das Match sehen, sondern wir müssen es hinter uns bringen. Dann das Survivor Series Damen-Match. Dann das World Title Match. Brauchst du, damit John Cena Alberto Del Rio klar besiegt hat und damit du weitermachen kannst. Schön. Das Tag Team Match, was okay war, natürlich. Aber auch das war reinste Zeitverschwendung, weil bei Raw danach und was ich davor gesehen habe, war alles besser. Und ihr hattet ein cleanes Finish und dann denkst du auch nur, nu? Es ist nichts passiert. Jetzt haben sie, theoretisch ist die Storyline vorbei, aber sie wurde ja letztendlich noch weiter gestreckt. Und Randy Orton gegen Big Show, yay, ein weiteres Main-Event-Finish, was nicht clean war. Und Big Show ist raus. Also sagst du mir, okay, es geht nicht weiter mit dieser Storyline, warum habe ich mir das Ganze jetzt angeguckt? Damit Randy Orton den Titel mal wieder nicht clean verteidigt? Also das ist für mich irgendwie nichts, was ich mir ansehen möchte, auch wenn es schlecht wäre. Aber das ist Zeitverschwendung. Dann auch die ganzen Segmente dazwischen. Um das Ganze noch weiter zu strecken, wobei der Pay-Per-View schon 20 Minuten zu kurz war. Also das finde ich schon extrem anmaßend. Und deswegen kann ich auch guten Gewissens sagen, obwohl gutes Gewissen ist hier, glaube ich, übertrieben, das war für mich der schlechteste WWE-Pay-Per-View des Jahres. Und auch wenn ich die letzten Monate immer und immer wieder gesagt habe, die Card liest sich gut und auch wenn der letzte Pay-Per-View nicht so awesome war, vielleicht kann der es schaffen. Hell in a Cell hat es nicht geschafft, Battleground hat es nicht geschafft, Night of Champions hat es nicht geschafft. Du kannst effektiv sagen, dass es ab August, ab SummerSlam bergab ging. Ja, das ist durchaus richtig. Also die letzten Pay-Per-Views der WWE haben durchaus nachgelassen. Das muss ich auch so sehen. Und auch wenn TLC jetzt natürlich leichtes Futter ist, weil du kannst, weil TLC ist der Gimmick, ist der Pay-Per-View, okay, was für Gimmicks haben wir lange nicht benutzt, lass uns mal machen. Hast ein TLC-Match, wird es ein Ladder-Match geben um Tag-Team-Titles, was ziemlich krass werden wird, also wenn man es so bookt, wäre logisch. Ladder-Match um die Tag-Team-Titel? Ja, mit 3/4 Teams. Oh ja, so wie Armageddon damals. Ja, das wird natürlich nicht so brutal und so hart werden, aber Nö, aber könnte, das wäre echt geil. Da hätte ich Spaß dran. Ein Joy Mercury wird sich nicht die Nase dabei brechen. Shield, Real Americans. Usos und Cody Rhodes und Goldust. Boah. Ja, passt. Schon. Hätte ich Bock drauf. Und dann Sven Bender, der kann sich da die Nase brechen. Gegen Sven Bender und Shinji Kagawa. Weil, warum nicht? Nein, nur Sven Bender alleine. Der gewinnt die Tag-Team-Titel. Auch nicht schlecht. Ja, du hast ein ganz, ganz großes Problem bei TLC, nämlich du hast nur ein World-Title-Match. Das könnte natürlich ein Kaufgrund sein, aber man hat uns in den letzten 4 Pay-Per-Views so konditioniert, dass es eh egal ist. Und bei Raw dann keiner mehr Champion ist. Und ein Champion wird dann beim Royal Rumble ausgemacht und die beiden Herausforderer werden dann bei Elimination Chamber ausgemacht. Oder was doch immer. Aber trotzdem, man hat mein Interesse auf jeden Fall mit dieser Storyline gewonnen. Einfach weil es groß ist. Ich okay. Würde ja echt sagen, ich hoffe, dass man nicht diesen Ausweg bringt und jeder schnappt sich einen Gürtel, das finde ich auch aber scheiße. Aber du hast nicht Bock auf diese Storyline wegen der Storyline. Du hast Bock alleine, weil es 2 Gürtel bei der WWE gibt und diese beiden potenziell bei einer Person bald liegen werden. Das hat nichts mit dem Gebucke zu tun, das hat nichts mit den Wrestlern zu tun. Du hättest auf dieses Match genauso viel Bock, wenn Ryback und Big Show drin antreten würden, was ein Horror-Szenario wäre. Aber das hier ist einzig der Fakt, dass es ein Novum ist. Und guck in dein Herz, du weißt, dass du nicht das kriegst, was du möchtest. Du weißt, und wenn? Ich hoffe es aber. Okay, nun lass es doch mal rumspinnen. Du hast 3 verschiedene Szenarien. Das Horror-Szenario, was wir jetzt gerade ausgemalt haben, nämlich, dass wir plötzlich rumgeswitcht haben. Entweder nichts passiert oder beide haben andere Titel. Ist ja scheiße. Dann hast du das andere Szenario, dass John Cena der Unified
Undisputed Champion ist. Großartig. Das Internet wird explodieren. Oder du hast die Situation... jetzt aber jetzt nicht so mega schlimm. Oder du hast die Möglichkeit, dass Randy Orton beide Titel hat, was ich ja gut finden würde, aber Randy Orton würde dann immer noch diese ganze Kackstory davonlaufen. Richtig. Und optimal. Es wird keine Title Unification geben, weil ein Titel für die WWE ist zu wenig. Das geht nicht. Du hast zwei getrennte Touren voneinander. Alleine deswegen brauchst du bei jeder Teil der Tour einen World Champion. Hat man doch gar nicht mehr, oder? Also es gibt keine War- und Smackdown-Tour. Nein, mehr. Aber trotzdem werden die Roster getrennt. Ach so. Trotzdem sind das immer noch zwei unterschiedliche Touren. Deswegen war ja Daniel Bryan zum Beispiel hier in Deutschland oder nicht da oder was auch immer. Big Show musste sich entschuldigen, dass Daniel Bryan nicht da war. TNA braucht einen World Title. Ring of Honor, Dragon Gate, New Japan, ein Titel, ein großer, reicht. Aber WWE hat zu viele Shows und zu wöchentliche Zeit, als das ein Championship genügend da ist. Es reicht, das ist nicht so. Du brauchst alleine, weil selbst wenn der World Title in meinen Augen fast nicht mehr so viel wert ist, aber wenn du ein Christian gegen Wade Barrett hast, ist es automatisch eine Stufe höher, wenn du sagst, um den World Title. Selbst wenn er nicht viel wert ist. Aber wenn du sagst, World Title Fehde, jeder ist darauf konditioniert zu wissen, okay, das ist das Top-Programm. Und es nimmt, es ist zwar Faulheit, aber es nimmt dem Writing-Team ab, die Wichtigkeit wirklich durch Story-Stärke darzustellen, sondern sie müssen einfach sagen, guck mal, der eine ist der World Champion und der andere will den Titel haben, fertig. Ja, ja. Und das kannst du nicht machen, weil die WWE wird jetzt schon so, die WWE ist auf einem storytechnischen Tief, möchte ich sagen, wrestlerisch hoch, aber nicht auf einem Storyline-technischen. Und wenn du jetzt noch ein Werkzeug nimmst, du wirst es ja jetzt sehen in den nächsten Wochen, bis TLC, wie man mit einer World-Title-Fehde fährt, weil es sind nun mal die beiden, die im Endeffekt in diesem einen Match antreten. Ja. Auf das Beiwerk bin ich auch so gespannt, also was man noch machen wird. Richtig, aber du hast nur eine World-Title-Fehde. Du wirst jetzt bei SmackDown Probleme haben, glaube ich. Na, dann kommen die auch da rein. Ja, und du wirst ganz schnell sehen, wie sich das zerfährt, weil die Writing-Teams plötzlich die doppelte Storyline-Last für beide Leute tragen müssen. Ja, ja, es ist richtig. Ich sehe deine Punkte ja auch alle komplett ein. Deswegen glaube ich auch einfach noch nicht an eine Vereinigung. Würde sie aber nicht pauschal ausschließen, dass man es doch macht. Wie gesagt, dann aber bei Mania dann eher. Ich bin auch nicht unbedingt der Fan davon. Ich würde auch sagen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man zwei getrennte Titel hat. Ja, ich bin gespannt, wie man es machen wird. Sislalleball schrieb eben im Chat, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber die Hoffnung stirbt. Welche Hoffnung? Hoffnung auf was? Ich finde, man hätte das gar nicht machen sollen, was sie gemacht haben. Das ist wieder so eine Hotshot-Sache gewesen. Oh Gott, was machen wir? Wir deuten eine Titelvereinigung an, ohne dass wir es machen. Das ist wieder so ein Ausweg, wenn man nicht weiß, was man booken will. Das ist Fantasy-Booking. Das ist, wenn ich hier schreibe, ich mache jetzt ein 28-Mann-Turnier und am Ende kommt The Rock raus und squasht alle. Oder halt, am Ende steht der WWE-Champion da und plötzlich kommt der andere Champion raus und sie fordern sich heraus und sagen nicht das, was alle wollen, sodass wir am Ende sagen können, wir haben es ja gar nicht gesagt. Und im Januar ist es wieder alles schnurzegal. Ja. Also, wir werden es sehen. Also, das bringt jetzt ja auch nichts, das tot zu diskutieren, weil da wird man jetzt einfach die kommenden Wochen abwarten müssen. Ne? Also, ich bin auch skeptisch, aber wie gesagt, auf das Match an sich freue ich mich und auf das Große drumherum auf jeden Fall. Also, das hat mich interessiert und da hast du vollkommen recht. Da liegt es hauptsächlich daran, dass es eben etwas ist, was man so in der jüngeren Vergangenheit schon lange nicht mehr hatte. Ich lass mich nicht ein sechstes Mal übers Ohr hauen. Ein fünftes Mal. Fool me once, shame on you. Fool me four times, shame on me. Was weiß ich. Ich gehe mit großer Skepsis an TLC ran. Weil viermal jetzt mit absteigender Tendenz. Wir warten ab, bis wir die Preview haben. Ist ja auch in 3 Wochen schon wieder. Wir werden sehen. Dann wissen wir auch, was es noch gibt. Richtig. Dann können wir auch aufhören mit Spekulationen. Und bis dahin gibt es erstmal keinen Catchcast. 2 Wochen Pause oder so, glaube ich. Ist das so? Eine Woche? Was ist denn TLC? Am 13. Moment. Nein, TLC. Was ist denn mit Money in the Bank 2011? Ach ja. Stimmt. Es gibt ja. Wir haben ja noch ein Special. Kein Urlaub buchen hier. Was ist da los? Ja, kann ich doch nicht in die Türkei fliegen. Nein, ich wollte nicht in die Türkei fliegen.
Ja, Flosch doch gut. nicht. Ich flieg doch nicht. Ich kann ja nicht. Ich muss ja Podcasts für euch aufnehmen. Geh nachher wieder in meinen Keller und guck wieder schlechte ICW-Shows oder so. Ja, bevor ich gerade eben. Nein, One Night Only gibt's nächstes Jahr oder gar nicht. So, das Machtwort. Ja, Money in the Bank 2011. Yeah. Ihr wolltet es alle haben. Da krieg ich Promo. das. Ihr kriegt es. Gucken wann. Vielleicht nächste Woche. Nächste Woche? Vielleicht. Vielleicht. Wir gucken Mal mal. sehen. Ich brauche die Show nicht mehr gucken. Ich habe sie gesehen. Ihr werdet es dann ja erfahren. Wir kündigen das ja an. Ihr wisst ja mittlerweile wo. Macht's doch selbst. Macht's doch selbst. Ihr wisst genau wo. Ja, Twitter, Facebook, Cageboard. Cage Match. Überall. Ihr könnt's, ihr, wenn, was wisst ihr, wenn ihr auch nur ein Social Media Aspekt verfolgt, dann wisst ihr, wo es ist. Fragt eure Nachbarn Genau, oder so. fragt mich zur Not. Fragt mich Samstag bei WXW. Fragt Flosch, wann macht ihr Money in the Bank 2011? Und dann Keine Ahnung. keine Ahnung. Ja, dann war's das mit der 109. Ausgabe vom Cagecast. Null. Entschuldigung, Pavlov, Pavlov, ja. tatsächlich. 1 zu 1 Schiss in den Tippspielen. Ich habe ausgeglichen. Hey, oh, das passiert mir ja nie. Das fühlt sich komisch an. Naja, spätestens dann beim Royal Rumble hast du 3 zu 1 geführt. Ja, das war's. Danke fürs Zuhören. Danke, Fanny. Danke an alle Live-Zuhörer. Danke, ne? Danke fürs Danke sagen. Danke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Ja, das nächste Wie Mal, Manni. das Gedicht von Karl-Heinz Rummenigge an Franz Beckenbauer. Danke, danke, danke. TLC ist am 15.12., das heißt in 2,5 Wochen. Jetzt 2,5, ja. Und dazwischen machen wir noch Money in the Bank. Bis dahin, guckt Wrestling. Guckt. Was guckt er? WXW guckt er. Am Wochenende ist WXW, fahrt dahin. Den Rest, da komme ich dann später drauf zu. Sonntag ist nichts. Freitag ist auch nichts, wenn ich wüsste. Mein Gott, mach doch Schluss hier. Nee, ist nichts. Ja, ansonsten bis zum Money in the Bank. Bis dann. Wir singen.